Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch auf einen anderen Kontinent entführen, nach Afrika, genauer gesagt in den Senegal. Das ist ein kleines Land im Westen von Afrika. Ich selbst war noch nie im Senegal, ich kenne bis jetzt nur Tansania und Ghana, da war ich vor vielen Jahren mehrere Monate. Ich habe eine spezielle Bindung zum Senegal, obwohl ich da noch niemals war. Und die Bindung kommt daher, weil eine sehr gute Freundin, mit der ich ca. 6 Jahre sehr gut befreundet war, die ist mit ihrem Mann, der von dort stammt, und ihren 3 Kindern dahin ausgewandert. Mittlerweile haben sie 5 Kinder und betreiben dort im Senegal Permakultur. Und ich habe da von Anfang an mit Einblicke bekommen, per Sprachnachricht, per Mail, per Foto, per Video. Und finde es einfach ein sehr geniales, unterstützenswertes Projekt und würde mir auch wünschen, dass Permakultur viel mehr auf der Welt praktiziert wird und vor allem auch gerade in Afrika oder eben auch gerade in Gegenden, so Sahelzone, wo es halt auch sehr trocken ist. Und der Senegal ist an sich ein sehr trockenes Land, so im Süden muss es wohl auch grüner sein, feuchter sein, aber da, wo die gute Freundin mit ihrer Familie von mir wohnt, ist es doch recht trocken. Aber wenn man wirklich Geduld hat und ein bisschen Mühe und Arbeit, viel Mühe, viel Arbeit reinsteckt, dann kann man Erstaunliches aus diesem trockenen Land hervorbringen. Und das möchte ich euch in diesem Video auch ein bisschen zeigen. Maria und ich haben uns, es war so Ende 2008, Oktober, November 2008, kennengelernt im Waldkindergarten, dem Kindergarten unserer Kinder. Unsere ältesten Söhne haben sich angefreundet, haben uns auch gleich angefreundet und da ist eine sehr gute Freundschaft daraus entstanden. Und ich kann mich noch erinnern, das war gleich mit ganz am Anfang, da hat Maria zu mir gesagt, also irgendwann ist ihr Trauma, wieder zurück in den Senegal zu gehen. Ihr Mann Suleiman, der stammt von da und hat, ich glaube, er hat so 10 Jahre mit Maria und den 3 größeren Kindern in Deutschland gelebt. Die sind dann wieder, ich glaube 2014 war das genau, 2014 sind sie dann zurück in den Senegal gegangen. Da sind dann noch 2 Kinder dazugekommen, die habe ich auch schon kennengelernt. Ich habe sie leider noch nie geschafft in den letzten Jahren zu besuchen. Maria war vor dieser C-Thematik eigentlich jedes Jahr da, da haben wir uns gesehen. Aber wir tauschen uns eben auch über Mail oder Sprachnachricht aus und halten so Kontakt und geben einfach immer mal so Updates, was bei uns so läuft, wie es uns geht und nehmen einfach immer Anteil am Leben des anderen. Ich möchte zu Maria noch sagen, also so ein Mensch wie Maria habe ich kaum in meinem Leben kennengelernt. Immer positiv, immer voller Energie, immer ein ganz, ganz besonderes, sehr einnehmendes, sympathisches Wesen und hat, egal was war, immer irgendwas Positives aus den Dingen ziehen können. Das hat mich damals schon sehr beeindruckt und wir hatten wirklich eine gute Zeit. Maria hatte damals auch einen Bioladen, haben wir auch zusammengearbeitet und die Zeit auch immer sehr genossen, das Berufliche wie auch das Private. Wir haben auch viel Zeit mit unseren Kindern zusammen verbracht und ich freue mich einfach für sie, dass sie so ihren Traum verwirklichen konnte, dass sie das wirklich umsetzen konnte, in den Senegal zu gehen und da ihren Traum zu verwirklichen. Und das heißt für sie und ihre Familie, da das Land aufzuforsten, das Land zu begrünen. Die Maria hat auch für meinen Blog einen Blogbeitrag verfasst, einen Artikel verfasst, den möchte ich euch vorlesen und werde euch dazu auch ein paar Bilder zeigen und dann, wenn es passt, entweder zwischendrin oder am Ende auch ein paar Videos, die Maria und ihre Familie für mich aufgenommen haben. Ganz am Anfang möchte ich euch noch zeigen, wie ein Stück des Landes vor der Permakultur aussah und wie danach. Und da könnt ihr mal ganz deutlich sehen, was Permakultur bewirken kann. Permakultur im Senegal am Beispiel von Maria Bub aus Senegal. Maria schreibt in diesem Blogbeitrag: Im Jahr 2014 bin ich mit meinem Mann und meinen Kindern von Deutschland in das westafrikanische Land Senegal ausgewandert. Als naturliebende und respektierende Menschen hatten wir schon lange den Wunsch, so einfach und naturnah wie möglich zu leben, uns selbst zu versorgen und Raum für Freunde und Besucher zu schaffen. Prinzipiell ist Permakultur überall umsetzbar. Mit diesem Credo haben wir unsere Arbeit in diesem versandeten, von erosionsgefährdeten und nur in den 3 Monaten der Regenzeit im Sommer grünen Landes begonnen. Allem voran steht in der Permakultur das Beobachten und Verstehen der Prozesse der Natur.
Der Mensch ist nur ein kleines Puzzleteil eines großen Ganzen. In der Praxis bedeutet das unter anderem den Einsatz natürlicher Pflanzenschutzmittel statt chemischer, den Tieren Nahrung bieten, anstatt sie zu bekämpfen und sie zu integrieren. Nur wo es unbedingt nötig ist, in die Natur eingreifen, also abholzen, säubern und so weiter. Ständig an der Bodenverbesserung arbeiten, zum Beispiel mit Hilfe von Kompost oder Heilpflanzen. Eigenes Saatgut produzieren, nachhaltig arbeiten, regenerative Energie nutzen. Im Falle eines Überschusses faire Handelsprozesse integrieren. Permakultur ist also ein Prozess, der sich langsam entwickelt und er geht einher mit Klimaschutz und Wiederaufforstung. Auch in Afrika hat Monsanto, Bayer und Co. längst Einzug erhalten und Unternehmer aus allen möglichen Ländern kaufen Land im großen Stil für die industrielle Landwirtschaft. Leider gibt es, und hier spreche ich nur über Senegal, viele Bauern, die an den Einsatz chemischer Düngemittel und Pestizide glauben, weil sie ihnen kurzzeitig gute Umsätze bringen und sie oft keine Alternativen mehr sehen. Als Gegenstück dazu findet man kleine Permakulturgärten nahezu überall, wo die Menschen ihren traditionellen und über Jahrhunderte andauernden alten Praktiken treu geblieben sind. Denn der Boden ist die Erde der Ahnen, die Tiere Teil der großen Familie, der Garten unmittelbar am Haus, ein gesunder Kreislauf also. Auch wenn in vielen dieser Gärten keine bewusste bzw. direkte Permakultur betrieben wird, so werden doch viele Aspekte der Permakultur umgesetzt, sei es die Saatgutgewinnung oder die Mischkulturen. Auch existieren überall auf dem Kontinent Frauengemeinschaften, die sich selbst mit den verschiedensten Praktiken wie die Hochbeetgestaltung oder die Kompostherstellung vertraut machen. Nicht selten engagieren sich in solchen Kooperationen sämtliche Frauen eines Dorfes, die sich damit Arbeit und Gewinn teilen und ihre Überschüsse verarbeiten und kommerzialisieren. Eine schöne Geschichte hierzu ist die eines Dorfältesten im zentralen trockenen Teil von Senegal. Dieser Mann hat im Laufe vieler Jahre 300 Hektar Wald gepflanzt, der heute als Food Forest, als Nahrungsquelle für das gesamte Dorf dient. Und das einzig aus dem Antrieb heraus, den schönen Wald, den er noch aus Kindertagen kannte und der überwiegend abgeholzt wurde, wiederherzustellen. Für unser Projekt begann es auch mit sehr vielen Hindernissen. In den ersten Jahren lagen die Ernteausfälle oft bei 100%, aufgefressen von Vögeln, Erdmännchen oder Krankheiten. Wir begannen dann Heilpflanzen und andere bestimmte Wildpflanzen gezielt neben Fruchtbäume und Gemüsekulturen zu setzen. Dazu haben wir massiv aufgeforstet, also die Biodiversität aus Wildwuchs und Angepflanzten gefördert. Der Boden wird nun somit reicher und die Tiere finden Nahrung. Zusätzlich verwenden wir die Heilpflanzen, um natürliche, traditionelle Medizin herzustellen, welche wir inzwischen weltweit versenden. Über die Jahre hat sich durch die Verrottung der Pflanzen Humus gebildet. Die Pflanzen und Bäume werden zunehmend stärker. Dort, wo in der Trockenzeit gegossen wird oder in der Regenzeit Niederschlag fällt, wachsen Blumen, Pflanzen, mittlerweile erste Gemüsesorten von selbst. Vor ungefähr 10 Jahren sah es bei uns wüstenähnlich und karg aus. Inzwischen wird es immer üppiger und wir sind auf gutem Weg zum Food Forest. Jeder ist herzlich willkommen. So, ich stecke jetzt hier die Melonen ab, damit sie geschützt sind vor Angriffen von Vögeln und Insekten oder auch Affen. So wie zum Beispiel bei dieser dort. Hier, wo die Katze gerade gräbt, ist ein Guyavenbaum und Basilikum daneben. Und hier dahinter, das was aussieht wie Gras, das sind Erdmandeln. Die wachsen unter der Erde natürlich, wie der Name schon sagt. Und hier dahinter gibt es Paprikapflänzchen, überall Paprika, Peperoni. Erdmandeln, hier ist der Sapotillenbaum. Hat halt noch keine Früchte, ist halt erst ein Jahr alt. Dahinter Zucchini. Und hier überall Erdmandeln. Und da ganz hinten seht ihr Bohnen. Ganz viele Bohnen und Papaya-Pflänzchen.
Unter Facebook findet ihr auch eine Seite Lichtgärten Senegals, die werde ich euch unter diesem Video bzw. im ersten Kommentar verlinken. Wenn ihr dieses Projekt Permakultur ums Senegal gut und unterstützenswert findet, dann könnt ihr Maria auch über PayPal eine kleine Spende zukommen lassen. Da gibt es auch gerade eine Spendenkampagne bezüglich eines Brunnenprojektes. Da kann ich euch auch nochmal Fotos einblenden und es geht um Folgendes. Maria schreibt: Liebe Community, wir von den Lichtgärten Senegal sind als landwirtschaftliches Familienprojekt gestartet, um hier im Westen des Senegals auf kargem und erosionsgefährdeten Boden ein grünes Paradies zu schaffen. Die Vegetation ist in diesem Land außer der dreimonatigen Regenzeit im Sommer von Trockenheit geplagt. Die zunehmende Urbanisierung, Abholzung und damit verbundene Ausbreitung der Sahara stellen ein großes Problem dar. Deshalb ist es umso wichtiger, sich für die Natur einzusetzen. Das Pilotprojekt wirkt in seiner Vorbildfunktion aus einer nachhaltigen und natürlichen Landwirtschaft in Respekt mit Mutter Natur und darf bzw. ist ein Ort des Wohlfühlens, der Meditation. Wir haben in den letzten 5 Jahren unter anderem Hunderte von Bäumen gepflanzt. Stück für Stück wird der Boden fruchtbarer und es gelingt, die verschiedensten tropischen Bäume zu beheimaten. Mit einfachen Methoden wie das Integrieren von Kräutern und Heilpflanzen oder dem Kompost zeigen wir bodenverbessernde Alternativen zur herkömmlichen Landwirtschaft auf, sensibilisieren und arbeiten mit kleinen Kooperativen. Eine der größten Herausforderungen ist es, genügend Wasser zu bekommen, um alle Beete und Jungbäume zu bewässern. Die beiden Brunnen sind über 50 Jahre alt und drohen bei einer weiteren Bohrung einzustürzen. Da der Grundwasserspiegel sinkt, benötigen wir dringend einen neuen Brunnen. Herzliche Grüße, Maria und Suleiman. Ich setze euch die Spendenkampagne auch nochmal unter dieses Video, da könnt ihr nochmal genau reinschauen. Ihr findet da auch die E-Mail-Adresse von Maria. Wenn ihr auch Fragen zu ihrem Projekt habt oder sie unterstützen möchtet, dann schreibt sie gerne an. Maria und ihre Familie kultivieren viele Pflanzen auf ihren Grundstücken. Ich gebe euch mal hier so ein paar Einblicke. Zum Beispiel wächst da Süßkartoffel, Passionsfrucht, Bananenpalmen, Urorangen, gelbe Urkirschen, Granatäpfel und Wassermelonen und noch vieles, vieles mehr. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen mit den kleinen Einblicken in ein wundervolles, unterstützenswertes Permakulturprojekt im Senegal. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.